Nein, das machen wir natürlich nicht. Aber wir reden nochmal mit ihm. Die Seelen der Helden suchen oft die Orte ihrer größten Siege heim. Ja, was ist denn los mit ihm? Ist er ein bisschen irgendwie deprimiert? Braucht ihn irgendwie keiner mehr? Oder wie sehe ich das? Also, wir können jetzt entweder ihn... Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir können entweder ihn töten, dann bekommen wir eine Seele. Oder wir müssen zur Arena, um ihn zu töten. Um andere Seelen zu kriegen, oder wie? Ich guck mal gerade nach. Ja, das steht da nicht. Ach doch, holt euch eine Seele aus der Arena oder tötet Donner und nehmt dessen Seele. Ja, dann gehen wir natürlich zu der Arena. Wo war die denn? Wo war denn die Arena? Kann man da hinporten? Ach, da ist die Arena. Ach, und ich bin in Nothulglade. Sekündchen. Ja, dann muss ich von hier aus dahin laufen, oder was? Einfach da oben lang. Ach, da blinkt's ja auch. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich habe doch wieder keine Ahnung, aber wir bringen natürlich nicht Donner um. Hallo? Was denkt ihr denn von mir? Nee, wir gehen jetzt in die Arena und hoffen dann, dass wir da einfach irgendwo ein paar Tote finden, die wir ausgraben können. Oder wie auch immer das jetzt gedacht war. So, jetzt sind wir schon mal am Witchwood-See. Und hier war das doch auch irgendwo, oder? Keine Gegner, sehr schön. Ah, jetzt kann er hier nicht hier runterspringen. Oh, bist du ein Held, der nicht mal da irgendwo runterhüpfen kann? Ach ja, ach, hier haben wir doch den weißen Belverine getötet, oder? Erinnert ihr euch? War das hier in der Gegend? Ach Mensch, das waren noch Zeiten damals gewesen, ha? Da waren wir noch jung und knackig und frisch. Oh je. Ja, ich lasse euch einfach mal da stehen, ne? Ich hab's eilig, ich muss ein paar Seelen sammeln. Und ich bin sehr froh, wenn ich gegen diese komischen Trolle nicht mehr antreten muss. Na, mal sehen, was wir jetzt hier in der Arena finden. Kommen wir rein? Ja. Sehr schön. So, hier soll es ja auch Titel geben, aber nur am Tage oder wie? Ist natürlich doof, dass es jetzt gerade irgendwie mitten in der Nacht ist. Ach nee, guckt mal da. Hallo. Es ist mir eine Freude, euch zu dienen. Was hast du denn so zu bieten? Sensenmann, Todbringer, Pilger, Gladiator, Pfeilaustrickser. Ja, die sind alle auch nicht so toll, oder? Also Gladiator, Todbringer, Sensenmann. Ach komm, wir nehmen Todbringer. Ihr habt das Schwert zurück in die Unterwelt geschickt. So, einfach mal, weil ich mal gerne was anderes hätte als... seid ihr hier irgendwie alle tot oder so? Einfach mal, weil ich mal gerne was anderes hätte als Säbelschwinger. Was ist denn hier passiert? Sie sind, was ist denn hier los? Tot. Kreaturen. Ja, und warum? Töteten alle. Okay. Lauft! Lauft um euer Leben! Diese Dinger sind in den Zellen aufgetaucht und bringen alle um! Was denn für Dinger? Angst, gegen einen anderen Helden zu kämpfen? Na gut. Ich habe keine Angst. Ich habe drinnen eine kleine... Ah, jetzt ist er schon wieder aus der Range. Oder wie? Treffen wir die? Ja, anscheinend schon. Da unten wird zumindest was angezeigt. Ja, jetzt nicht mehr. Ja. Hallo, Rechtsklick. Ah, kriegen wir den Tod, bevor der was machen kann? Nee, natürlich nicht. Naja, ist ja gut. Steh wieder auf. La la la. Die sind echt übel, die Viecher. Aber der geht auch nicht kaputt, oder wie sehe ich das? Heilen. So, sehr schön. Erstmal den linken, bitte. Hau mal ab. Na, hau mal ab. Erstmal den linken, bitte. So, der ist hinüber, okay. So, Mehrfachpfeil aktivieren. Ich mache das jetzt ganz feige hier von... Oh, Rechtsklick.
Hilft er uns eigentlich? Ich check das nicht. Aber das ist ja nichts Neues. Nö, der trifft uns nicht. Ja, aber der ist mir jetzt ein bisschen zu nah. So. Jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Ja, das ist natürlich ganz prima. Wir hätten es wirklich wesentlich einfacher haben können, indem wir einfach uns ja Donner geschnappt hätten. Aber einfach kann ja jeder. Das wäre bestimmt auch eine ganz, ganz böse, üble Tat gewesen. Achso, wo? Achso, hier können wir rein. Oder nicht? Die Türen, die zu den Zuschauerrängen führen, sind verschlossen. Okay, dann brauche ich es wahrscheinlich auf der anderen Seite gar nicht zu probieren. Aber Rollenspiele sind ja manchmal ein bisschen gemein. Okay. Hätte ja durchaus sein können, dass gerade diese Tür offen ist. Man weiß es ja nie so genau. Aber hier geht's weiter. Der Vorraum der Arena. Alles klar. So, hier werden mir jetzt gerade noch keine Gegner angezeigt. Boah, guckt euch das mal an, was das hier für ein Schlachtfest war anscheinend. Hier liegen ja nur Tote. Barbie, ekelhaft. So, können wir uns die Dinger hier nehmen? Was steht denn da so rum? Ein Knusperhühnchen, okay. Gesundheitstrank. Willenskrafttrank. Ja, super, dass wir uns die alle einfach nehmen können. Gesundheitstrank. Okay, cool. So, steht hier noch mehr rum, was man mitnehmen kann? Nein, anscheinend nicht. Dann versuchen wir mal hier jetzt in die Arena zu kommen. Geht es? War das da schon die Arena? Ja. Herrschaften, dies ist ein wirklich besonderer Tag. Seht, wie ein Held in Stücke gerissen wird von Trollen und Jacks ureigenen Lakaien. Hä? Questbeginn. Holt eine Arena-Seele. Ach du lieber Himmel. Und da muss ich jetzt gleich gegen 300 verschiedene... Ja, warum nicht noch 5 Trolle? Ist schon in Ordnung. So, ich laufe immer erstmal ein bisschen weg, ne? Kennt er ja schon. Einfach erstmal, um zu gucken, was hier so Sache ist. Okay, der eine Troll ist wieder weg. So, dann müssen wir auch mal irgendwann anfangen zu kämpfen, ne? Wäre vielleicht nicht schlecht. Okay, ich merke jetzt schon, dass das sehr nervenaufreibend wird. Aber die Trolle, die machen eigentlich nicht viel Schaden mit ihren Steinen. Die werfen halt einen einfach nur ständig um. Und das ist das Nervige an denen. Ne, ihr seht ja, so viel Schaden macht er jetzt nicht, wenn er uns da trifft. So, ich möchte nicht zu weit nach hinten laufen, damit ich den zweiten Troll nicht noch aktiviere, der da gerade... Da waren noch zwei, oder? So, ganz ruhig bleiben, bloß nicht die Nerven verlieren. Gute Schei. Ah, da ist er wieder, der andere. Seht ihr den? Ja, natürlich seht ihr den. Ihr seid ja nicht blind. So, jetzt mal gerade hier in Sicherheit wegen. Und jetzt das übliche Verfahren. Ah, Mist, jetzt kommt der andere. Hm. Die haben auch keine Lebensanzeige mehr, ne? Also ich bin echt nicht blind. Die haben einfach keine Anzeige mehr, warum auch immer. So, jetzt haben wir 4-mal hintereinander getroffen, Kinder. Und er ist hinüber. Okay, wow. Das ist ein ganz fixer hier. Kommt mal her, Erfahrungskugeln. Ah, der ist auf jeden Fall schneller als der andere. Wir probieren es einfach mal so. Aua. Oh, hey. Habt ihr Probleme, Dinge zu treffen? Nein. Nein, nein, wir haben keine Probleme, aber das solltest du ja eigentlich wissen. Immerhin haben wir dich schon mal besiegt. Du Nulpe. So. Ich frage mich, was noch kommen wird. Also ob das jetzt wieder so ein Arena-Kampf ist über 300 Runden. Übertrieben gesagt. Ist der kaputt? Nee. Ah, jetzt hat er keinen Schaden gekriegt, oder was? Was ein bisschen doof ist, dass man jetzt so in der Position nicht den Mehrfachpfeil aktivieren kann. Man muss dann erst wieder raus. So, jetzt ist er hinüber. Aber was ist das? Sieht gut aus. Mehr Trolle? Kann der runtergekommene Ex-Champion diesen Angriffen noch länger standhalten?
Was heißt denn hier der runtergekommene Hallöchen, Popöchen? Ich bin noch nicht runtergekommen. Ich bin zwar vielleicht ein bisschen älter geworden, aber dadurch ja natürlich auch bloß reifer. Ja, und 50 ist ja bestimmt nicht in die Jahre gekommen. Hallo, ich bitte dich. Ja, das nächste Mal machen wir das auf die einfache Tour, ne? Also da holen wir uns dann einfach die nächste Seele, wer auch immer das sein mag. Pff. Whisper. Was macht der eigentlich? Was ja doof ist eigentlich, ne? Habe ich mir gedacht, wenn das Spiel eigentlich schon nach Messer Jacks erstem Tode vorbei gewesen wäre, weiß man ja überhaupt nicht, was mit ihr ist. Und soviel ich weiß, ist ja Teil 2 und 3 absolut... Ich laber jetzt hier die ganze Zeit, um mich abzulenken, damit ich nicht durchdrehe übrigens. Teil 2 und Teil 3 ist ja unabhängig von dem hier, was hier passiert, oder? Und dann weiß man echt nicht, was mit ihr ist. Ja, warum hat jetzt nicht weitergeredet? Naja. So. Ich bin gerade echt kurz davor auszurasten. Ich wollte es euch nur mal sagen. Aber was soll's. Ach so, guck mal, die erschlagen sich aber auch gegenseitig. Ist auch schön. Man kommt gar nicht dazu, irgendwie mal hier großartig zu kämpfen, ne? Ist das jetzt der letzte Lakai? Ja, sonst hätten wir ja schon irgendwie andere 5 Stück an der Backe gehabt. Aber das Gute ist, das Schöne ist wirklich, dass sie den auch treffen. Und nicht nur uns hier fertig machen. So, ich möchte wieder versuchen, möglichst oft mit dem Heilzauber zu heilen, einfach um Tränke zu sparen. Oder Heiltränke zu sparen, vielmehr. So, ich probiere das jetzt nochmal hier, so auf diese Weise. Ah, am Boden ein... Ah, wie doof, dass der nicht weiterspricht, oder? Also, es ist irgendwie... Naja, gut. Kann man nichts machen. So, ich hoffe einfach mal, der geht hier gleich kaputt. Ich weiß nicht, ob es besser ist, den im Nahkampf oder im Fernkampf fertig zu machen. Ich habe echt keine Ahnung. Einige sagen, die haben es immer mit dem Bogen gemacht. Und wenn es überhaupt nicht hat sein müssen, dann sind sie auch immer abgehauen vor denen. Aber wir müssen die ja jetzt nun mal hier besiegen. Geht ja nicht anders. Vielleicht kommt ja noch Jack selber am Ende oder sowas Lustiges. So, der ist kaputt. Okay, jetzt können wir uns vielleicht um den da hinten mit Pfeil und Bogen kümmern. So. Mal schauen. So, geh auf Seite. Oder renn auf Seite vielmehr. Ah, mehrfach Pfeil vergessen zu aktivieren. Egal. Wollen wir jetzt auch noch machen. Autsch. Oh. Ja, ist ja gut. Krieg dich mal wieder ein. Das ist echt so furchtbar ätzend. Ich bin so froh, wenn das Spiel vorbei ist. Ne? Das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Hört ihr auch mal aufzuwerfen, dass man mal kurz 2 Sekunden hier irgendwie ein bisschen Schaden machen kann? Euer Kampfmultiplikator ist eine Schande, oh Held. Ja, ne? Finde ich auch. Da hast du recht. Mein Kampfmultiplikator war immer eine Schande gewesen. Das war ausnahmsweise mal nicht gelogen von dir, Messer Jack, obwohl ich glaube, du lügst ziemlich wenig. Du bist einfach nur ein... Ich hätte jetzt gerade ein Wort mit A gesagt, aber... Am Boden einer Schleimgrube wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Mhm. Deine Mutter wartet auf dich. Ah, immer diese Mutterwitze, hä? Jacks Lakaien sind zurück. Und sie haben ein paar Tierchen dabei, mit denen unser Held spielen kann. Oh, Himmel. Nochmal Lakaien und Belverine. Wie sehe ich das richtig? Ja, ne? Die eh wieder ganz feige weghopsen. So, jetzt machen wir hier mal schön einen nach dem anderen hoffentlich weg. Machen mal hier diesen Mehrfachschlag oder auch nicht, weil der wieder absolut nicht reagiert. Mach mal Mehrfachschlag jetzt. So, sehr schön. Den haben wir ja jetzt hier ein bisschen geskillt. Das heißt, den kann man auch mal einsetzen. Ist bestimmt hilfreich. So, hier ist doch nur gerade einer weggehopst, oder? Ja. Habe ich doch richtig gesehen. Kann unser Held einer weiteren Welle freundlicher Pelztiere standhalten? Wir hoffen nicht. Ja, gucken wir mal. Mal schauen, es ist mir klar, dass du das nicht hoffst. Wahrscheinlich, weil du Angst hast. Du feiger Sauhund. Das ist echt immer so, ne, dass so Bösewichte auch immer dann... erstmal schön alleine, nicht alleine auftauchen, sondern erstmal ihre ganze Armee schicken müssen.
Anstatt dass die alle gleichzeitig angreifen. Ich meine, wenn die jetzt hier in Zusammenarbeit mit Messer Jack angreifen würden, dann hätte ich doch keine Chance. Aber so ist das mit den Bösewichten. Die sind immer ein bisschen dumm. Ah. Wertes Publikum, aus dem sonnigen Snowspire gekommen, präsentiere ich euch Herbeirufer. Juhu! Warum die nicht auch noch? Ich würde fast sagen, wir machen die zuerst, oder? Erstmal hier so ein... Und beachten wir die Lakaien gar nicht. Weil die machen hier echt richtig bösen Schaden. So, ist das jetzt aktiviert, dieses komische, dieser Mehrfachschlag, oder nicht? Ach, Kinder, ich weiß das doch nicht. So, ich drücke einfach mal immer wieder zwischendurch. So, ein Herbeirufer haben wir. Der war doch nicht nur alleine, oder? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich möchte gerne nochmal den Mehrfachschlag aktivieren. Ist der aktiviert? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nee, doch, der war echt nur alleine gewesen, der Herbeirufer. Gut, aber da kommt bestimmt gleich noch in Runde 50, kommen dann auch irgendwie 5 Stück. Mindestens. Ohne es zu übertreiben. Oh, ist ja gut. Ups, falsche Taste. Ich wollte mich doch mit den Dingern da heilen, mit meiner Magie heilen und nicht mit Tränken. Na, was soll's. So, gehst jetzt auch noch bitte kaputt? Das wäre echt freundlich. Na? Wirst du wohl. Herbeirufer schlagen die Gilde zu Klump. Gab es je einen schöneren Anblick? Ja, dein Tod damals oder auch nicht so wirklich. Das finde ich ja auch ein bisschen doof immer, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen, wenn in so Spielen dann einfach irgendwie gesagt wird, ach, der ist jetzt doch nicht tot. Da ist er wieder, Teil 2. Ne, obwohl es ja hier kein Teil 2 ist, sondern einfach eine überarbeitete Version des ersten Teils. Ja, kann man jetzt sehen, wie man will. So, mal schnell heilen hier. Was soll's. Vielleicht ist es am Ende doch auch ganz anders, als ich denke. Und wir müssen doch nicht nochmal gegen Messer Jack kämpfen. Ich würde es schlimm finden, wenn es so wäre, ehrlich gesagt. Weil dann frage ich mich, warum das so gemacht worden ist und warum man dann nicht einfach... ja, Ende gemacht hat, da wo das Ende halt am Anfang war. Also was hat dann dieses Lost Chapters für einen Sinn? Aber das wird sich wahrscheinlich alles noch herausstellen, wenn wir dann am Ende angekommen sind. So, machen wir hier schön Nahkampfattacken. So. Der hier auch noch und dann hoffentlich kommt die nächste Runde. Dann haben wir es hoffentlich bald hinter uns gebracht. Na. Ihr habt also eure erste Seele gefunden, aber der Schrein ist sehr gierig. Er wird mehr wollen, bevor er gesättigt ist. Ich frage mich, wem die nächste gehören wird. Das frage ich mich auch, wem die nächste Seele gehören wird. Quest abgeschlossen. Sehr schön. Weiter geht's. Okay, und wie mache ich das jetzt am besten? Snowspire oder zu dem Schrein? Zu dem Schrein? Zu dem Schrein. So, dann porten wir uns da mal hin und dann mal schauen.